So, herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das live übertragen wird oder nicht. Sonst wird es einfach aufgezeichnet, aber ich sehe im Moment kein Bild auf meinem Hilfs-PC. Na gut, dann wie gesagt, stelle ich es direkt dann auf YouTube. Also wieder der Risikohinweis und dann geht's auch schon mit dem DAX los. Es verhält sich heute relativ kurz, denn gestern wurde eben eine Kaufzone touchiert und in dem gestrigen Video dann besprochen, dass es hier der hartnäckige Widerstand bei 10.375 höchstwahrscheinlich wirkt, beziehungsweise unter dieser Marke kann es noch weiter abwärts gehen. Jetzt wurde heute diese Marke knapp nach oben touchiert, allerdings eben nicht das Vortageshoch. Das lag nämlich bei 10.401 Punkt und hier das heutige Tageshoch lag bei 10.388 Punkte. Also hier wurden noch keine Stops sozusagen abgefischt. Der Abwärtstrend ist hier noch intakt, wenn man nach den Hochs geht. Im Future gab es auch nur ein leichtes Berühren des horizontalen Widerstands, beziehungsweise hier war mal eine Gap-Kante bei 10.423 und dann gab es eben auch einen bärischen Abprall. So, also muss man hier, was eben bevorzugt ist, noch auf einen Rückzug auf 9.900 Punkten wahrscheinlich warten. Nachlaufen werde ich nicht, denn in dieser Woche stehen mit der US-Notenbank-Sitzung viele Quartalszahlen und auch Wirtschaftszahlen einiges auf der Agenda, wo ja, größere Verwerfungen auftreten können, auch intraday oder auch nachbörslich. Nichtsdestotrotz laufen ja viele Setups, eigentlich fast schon zu viele Setups. Ich wollte eigentlich immer maximal so 5, 6 präsentieren, die dann eben auch absolut nachhandelbar sind. Hier im Euro-Pfund hat jetzt heute hier ein minimales Tief erreicht, so stand es auch dann drin. Dann sollte man hier definitiv Gewinne mitnehmen, also verschwindet im Prinzip ab morgen hier ein Euro-Pfund-Setup, Kursziel erreicht. Beim Pfund gegenüber Yen würde mehr oder weniger hier wegen 7 Pips das Kursziel, aber es war ein ungefähres Kursziel ja genannt, erreicht. Also auch hier kann man, aber wer noch investiert ist, den Stopp nachziehen. Hier kann definitiv noch das Kursziel sowieso erreicht werden, beziehungsweise kann auch noch leicht darüber gehen, so 50 Pips. Im hier Euro-Yen, da hatte ich heute früh ja nochmal fast am Tief dann nochmal eine Analyse veröffentlicht. Die sah dann so aus. Hier lag zu dem Zeitpunkt der Kurs. Und von hier aus sollte jetzt neues Hoch definitiv bei 125,61 erfolgen, besser sogar noch bis 126 direkt ansteigen und dann leichten Rückgang und im Anschluss nochmal an diese Trendlinie dann berühren. Pfund gegen US-Dollar läuft auch sehr gut jetzt mit dem Ausbruch. Heute kann das Währungspaar nochmal deutlich zulegen und nähert sich dem Kursziel, welches am EMA 200 liegt, an. Hier US-Dollar gegen polnische Zloty. Sieht jetzt die Tageskerze nicht so gut aus. Allerdings liegt man hier deutlich im Plus. Teilgewinne eventuell mitnehmen. Stopp anpassen nochmal und ich kann ja nur kurz mal in den Tageschart noch schauen. Also ja, sinnvoller Stopp liegt hier definitiv hier unten noch. Man kann es noch
ja, auf 3,83 etwa nachziehen oder knapp darunter oder von mir aus auch hier auf 3,82. Darunter sieht es dann nicht mehr so gut aus für das Erreichen des angegebenen Kursziels. Bei den Aktien laufen ja einige, da läuft die Dürr. Man kann heute jetzt hier leicht zulegen nach der schwarzen Kerze. Muss ich das jetzt auskonsolidieren? Linde, die enttäuscht definitiv auch heute. Da folgte eben der Ausbruch dann nur. Aber diese Linie, wie gesagt, hatte ich dann eben eigentlich nicht mehr eingezeichnet gehabt, aber da lief der dann echt tatsächlich exakt hin und prallte ab. Da lagen eben gewisse Hochpunkte in der Vergangenheit und liegt jetzt auf dem Ausbruchsniveau. Hat dann sozusagen jetzt ja noch nicht ganz das Gap geschlossen, aber wird vermutlich das Gap schließen. Aber dann sollte es wieder nach oben gehen, wenn es sich bullisch auflöst, genauso wie hier war es eben ein bullischer Rücksetzer. Dann kam wieder Käufer rein und hier sieht es jetzt gut aus. Man kann hier sogar den Stopp fast auf dieses Level anheben, denn unter 15,66 ja, sollte ein größerer Rücksetzer noch folgen und dann kann man hier nochmals einsteigen. Aber so kann man dann echt ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis vielleicht fischen. Bei den anderen Werten gab es heute entweder Zahlen oder Nachrichten. ThyssenKrupp hat einen Auftrag verloren oder beziehungsweise nicht ergattert. Aber man kann sich auch wieder fangen. Salzgitter hat Zahlen gebracht. Da kann man kurz auf die Nachrichtenzentrale gehen. Er war zu aktuell schwächer, konnte es dann eben durch eventuell oder durch Aufstufungen der Deutschen Bank gab es dann ein bisschen Kaufdruck und liegt jetzt ja, sogar leicht im Plus. Aber für mich haben hier solche Aufstufungen von irgendwelchen Banken 0,0 Relevanz. Also ja, da kann man manchmal darüber nur lächeln. Aber charttechnisch, ja gut, für mich ist da oben. Wäre wirklich noch ein Short denkbar. Allerdings wäre dann wirklich auch sehr spekulativ. Aber im Moment ist es jetzt hier nicht wirklich prickelnd ein- oder auszusteigen. Bayer hat ebenfalls Zahlen gebracht, konnte ein neues Verlaufshoch generieren. Allerdings jetzt hier die Tageskerze erstmal negativ und liegt dann direkt am EMA 200 an. So, das war's. Danke fürs Zuhören. War jetzt zwar nicht dann live, aber die Aufzeichnung geht dann sofort jetzt auf YouTube.